Dankeschön. Kann man schon als Marshmallow bezeichnen. Sag ich ja. Earth Quaker. Kraft kann nun verwendet werden. Quaker. Quaker? Ah, ich bin des Englischen nicht so kundig. Der Earth Quaker gehört zu den dunklen Mächten. Ach, ich darf jetzt nicht weiterdenken. Die nur Freedom der Dark Knight auslösen kann. Sie löst ein Erdbeben aus. Der Gegner ist für lange Zeit bewegungsunfähig. Springe nach unten und drücke den Angriffskopf. Knopf. Kopf. So, du bist vorne. Schließe deine Augen. Das dauert zum Beispiel auch, wenn du die Monster alle leveln willst. Das weiß ich. Das weiß ich noch. Also ich habe Marshmallow trainieren wollen. Oh, das hat sich aber dahin gezogen. Das weiß ich noch. Okay, ich bin mega gehyped wegen dem Spiel. Wird definitiv nach Illusion of Time kommen. So, wo kann ich jetzt runterspringen und ein Erdbeben auslösen? Da ist aber verstrickt hier der Tempel, muss ich sagen. Uah! Ups. So, da ist auch noch ein Golem. Das war heftig. Bist du jetzt gelähmt? Bist du jetzt gelähmt? Schien so. Aua. Aua. Ich bin nicht. Oh, hier gibt es eine Kiste. Die müssen wir uns holen. Die müssen wir holen. Ein Riesentext. Warte, ich lese gleich. Gleich lese ich. So, und die Dracheneier sammelst du halt 8 Stück, bekommst einen Wunsch und dann werden die random auf der kompletten Welt in theoretisch jedem Dungeon wieder verteilt. Und um die dann zu finden, musst du in jeden Reihen einen Raumraider anmachen. Klingelt ja dann alle Truhen noch schon. Nein, ab zum nächsten. Wir kommen gerade harten Flashback. Sorry für Spam. Du, alles schick, aber es klingt gerade ein bisschen wie Dragon Ball, nur dass du halt 8 Stück suchst statt 7. Aber das ist jetzt nicht nervig oder so, wa? Das ist jetzt kein nerviger Part. Aber warum habe ich die Eier schon gehabt und die fliegen dann zurück? Und ah! Ist gut, ich frage gar nicht mehr nach. Das finden wir alles zusammen heraus. Ist das ein rotes Juwel? Oh, Gott sei Dank. Oh. Brauche ich nur noch 2. Finde deine 8 Dracheneier und deine Träume werden wahr. Kennt ihr das Geheimnis der Dracheneier? In ihnen steckt ein Kapselmonster. Oh Maxim, du bist unser Held. Du kämpfst dich mit ihnen tapfer durch die Welt. Die Feinde lauern überall. Luffy wird uns Spaß machen. Drachenei. Deine Stärke hat sich erhöht. Super geil. Kiste? Kiste gibt's keine. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Gibt's hier eine Kiste? Weg zum Haupt. Was? Hier ist keine Kiste, verdammt. Stirko, du solltest auftreten. Nein, nein, danke, André. Das ist, ich bin sehr schüchtern. Gibt halt, glaube ich, 4 verschiedene Belohnungen. Also könnte man das 4-mal machen, wenn man 100% will. What? Dein Ernst? Okay.
Das ist krass. Jetzt überlege dir mal, so ein kleines Spiel. Also, Kapazität waren ja bei Nintendo-Spielen damals nicht groß. Wie viel hatten sie denn von 3 MB, 4 MB, wenn es hochkommt? Und dann so ein großes Teil. Alter, Finne, ich bin ja schon ein bisschen... Und die Ahnenhöhle, Rouge Lag, bevor es cool war. Rouge Lag, ich finde Rouge Lag immer cool. Oh ja, die Ahnenhöhle. Oh ja, ich ahne Schlimmes. So. Jetzt schnappen wir uns noch die letzten 3 Gegner. Ich habe schon mal von der Ahnenhöhle gehört, die soll echt nicht ohne sein. Och, wo ist denn jetzt dieser Gegner hin? Springen wir jetzt mal hier runter. Verdammt. Aber Rouge Lag, das ist doch... Ist doch eigentlich... Du wirst immer besser bei jedem Durchlauf. Du kannst ja nicht auf Anhieb das Ding fertig machen. Also gleich beim ersten Versuch. Das ist doch eigentlich Rouge Lag, oder? Level 100, bei denen du betreten alles verlierst, oder? Wow. Ah. Level 100. Lass mich raten, die Ahnenhöhle ist aber nur ein Sidequest. Verdammt, wo ist denn jetzt der letzte? Jupp. Kommen wir eigentlich hier hin? Haupthalle. Hier ist erstmal eine Kiste. Au! Hey, die habe ich jetzt gar nicht wahrgenommen. Ah, nee, nicht so viele, nicht so viele. Hä, nicht so viele. Oh. Könnt ihr jetzt mal wieder weggehen? Es passiert mal wieder was. Hätte ich eher dran denken können, dass man eventuell ringsrum laufen muss. Oh. Kurz nach dem Betreten wird der gesamte Raum mit gleißendem Licht durchflutet. Siehst du überhaupt was? Ja, ich sehe alles. Hey, kein Problem. Ich habe den Blick... Verdammt, ich sehe doch nichts mehr. Oh, Gott sei Dank habe ich den Ausgang noch gefunden. Ei, jetzt wäre ich aber fast in eine fiese Falle gerannt. Also gut, wir müssen komplett zurück. Komm doch mal her, jetzt renn doch nie weg von mir. Und dann könnte ich von oben hier runterspringen zu dieser Truhe. Ach, guck an, wo sind wir denn hier gelandet? Hallo, du fieser Busch. Hm, deine Abwehr hat sich erhöht. Das ist sehr gut. Und passiert jetzt noch was? Da ist was. Etwas Glänzendes liegt auf dem Boden. Du hast die Sonnenbrille gefunden. Das ist sehr stark. Ich müsste langsam mal ein paar Juwelen wegschicken. Roy. Da kommt Freude auf. Ach, groß kann man das auch schreiben? Cool. Kann das sein, dass das bei Befehlen egal ist, ob groß oder klein? Wie hält erstmal die Musik laut lauer wird?
Wann ist die Musik lauer geworden? Gerade eben? Der rast wieder davon, der Schädel. Hat funktioniert, also ja. Cool. Ich wollte gerade sagen, ich habe der Puschel eigentlich nur Kleinbuchstaben aufgetragen. Boah, verdammt. Lauter! Mach dir mir halt der Sonnenrolle. Okay. Ja! Verdammt, das war ein Sprung ins Nichts. Ich glaube, ich kümmere mich morgen mal um Puschel. Ein paar Stream-Befehle und um Puschel. Olloi. Mensch, du Redder, du bist aber auch wieder sprunghaft unterwegs. Du musst Will werden. Will, willst wissen. Bah. Willst du Will werden? Ja. Oh, macht das wieder dramatisch. Warum dauert das jetzt so lange? Du bist verwundet. Schließe deine Augen. In Angkor Wat befindet sich ein Tempel. Er ist tief im Urwald verborgen und gut getarnt. Nur wenige haben ihn bisher gefunden. Auf der höchsten Etage wirst du den Grund deiner Reise begreifen. Möchtest du speichern? Es ist vollbracht. Möchtest du deine Reise fortsetzen? Ja. Mindestens noch 10 Minuten. Achso, ich bin ja wieder unten. Nochmal zu Lufia. Ich fand es ein bisschen komisch, dass die manche Städte im Deutschen anders benannt haben. Gott sei Dank heißen die Schiers gleich. Ohne Import wäre mir das wahrscheinlich egal, aber das bis heute befremdlich. Du, da kann ich leider nicht mitreden. Also, die Städte habe ich noch nicht kennengelernt. Aber gibt vieles, was im Port manchmal anders ist. Jawoll! Ein rotes Juwel. Jetzt braucht man nur noch eins. Dafür hat sich der Weg hierhinter gelohnt. Ach, und natürlich den Schädel müssen wir noch kriegen. Wir wollen ja hier nichts auslassen an Stuff, den wir nehmen können. Jetzt komm. Du Sauhund, hätte ich fast gesagt. Deine Stärke hat sich erhöht. Na, das ist doch cremig. So, dann gehen wir wieder hoch. Gab es hier nicht auch eine Stelle, wo ich durchsliden konnte? Bäh. Das tut so gut. Deine Energie hat sich erhöht. Ich weiß nicht, ob ich alles bekommen werde. Sag mal, ist das schon das Ende von dem Turm hier? Ich glaube, oder? Das wird das Ende sein. Ich glaube, aus Parizilten haben die zum Beispiel Pandora gemacht, um Secret of Mana Fans abzuholen. Die deutschen Loks ja gern gemacht. Oder die haben sich bloß einfacher gemacht. Was sie ist Copy and Paste und so. Weiß man nicht. Weiß man einfach nicht. Oder früher waren die deutschen Richtlinien da etwas anders, aber was steht denn da? Kann ich mir nie vorstellen, dass sie da jetzt gesagt haben, nee du, dieser Name ist nicht gut. Weißt du was? Guck dir dieses Spiel an. War ein guter. War gut. Also ich würde den Städtenamen umbenennen. Machen wir so, wa? Ja. So ungefähr stelle ich mir das vor. So. Es tut mir jetzt leid, aber ich will diese Kiste haben, weil uns fehlt noch ein Juwel und das muss ich abholen. Wo gehst du hin? Flo, ich gehe noch die Kiste holen.
Nee, nee, das Glaude mal ja zuschreiben. Ach. Ach so. Na, dann war's halt der. Spaß muss sein. Kann ich hier irgendwo runterspringen? Nee, leider nicht. Ach so, warte mal. Boah, ich hätte hier den ganzen Weg zurückrenne. Ich doch erstmal schnell hier. So, ich glaube, das Juwel haben wir. Dann gibt es hier so einen schönen Raum. Ich glaube, den hatten wir auch. Das heilige Kraut haben wir. Ups, heilige Kraut haben wir. Den haben wir. Die Mühe lohnt sich. Na, ich weiß. Das Juwel haben wir. Oh, 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 oh. Zurück, zurück. Ich muss zurück. Hey, gut, dass du mich aufgehalten hast, Flo. Chefredakteur vom Club Nintendo damals, der hat alles lokal damals betreut. Vater von Helio und Heino. Hey, Mensch. Gerne. Dankeschön. Captain, du bist ja richtiger Fuchs, ey. Fühl mich ja schon richtig ungebildet. Mensch, hier kann man ja noch richtig was lernen. Ich war mir halt unsicher, weil das sieht so aus, wie als ob ich gleich auf der Spitze bin. Aber nein, dem ist nicht so. Wir können hier noch, bevor es richtig losgeht. Hau doch ab, du Schädel. Ich habe die Insights. Die hast du, mein Guter, die hast du. Das Problem ist, wenn ich mich mal da über sowas belese, ist immer alles schön und gut. Aber ich vergesse sowas immer. Ich kann mir sowas nicht merken. Und ich will auch nicht sagen, dass ich es uninteressant finde. Gottes Willen, bloß nicht. Aber es bleibt einfach nicht im Gedächtnis drin. So wie einiges. Geburtstage oder sowas. Kann ich mir auch nicht merken. Wir sind eigentlich nur Zahlen. Ich liebe halt nutzloses Wissen und Trivia-Kram. Na, das ist doch, ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt. Ich mag zum Beispiel Käse. Damit gar nichts zu tun, ich weiß, aber... Nee, jeder hat Interessen für irgendein gewisses Gebiet. Das stimmt. Dem stimme ich zu. Ist bestimmt super für einen Smalltalk. Und ist da noch so ein Thema, wo ich mir echt sage, boah, da hörst du jetzt zu. Da könnte ich stundenlang drüber zuhören. Nicht drüber reden, aber zuhören. Käse, Käse ist das Beste. Käse macht alles besser. Oh, vor allem, wenn er geschmolzen ist. Oh, da, Alter. Wenn er so richtig schön runterläuft oder so. Oh, es gibt, glaube ich, nichts Besseres. Oh, fertig. Cool. Deine Energie hat sich schon wieder erhöht. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir die Energiebalken voll kriegen. Weil dadurch, dass ich ja schon das dritte Mal jetzt Illusion of Time anfange,
habe ich feststellen müssen, dass meine LP-Anzeige nicht mehr hinhaut mit dem Let's Play, was ich mal angefangen hatte. Also es kann sein, dass der letzte Punkt kleiner sein wird. Oder ich habe geschummelt beim ersten Durchlauf oder beim ersten Lauf. Weiß man nicht. Na. Oh nee. Ah, geh weg. Jawoll. Oh, komm schon. Nicht so. Bam, in den Rücken. Sag mal, wo ist jetzt hier eigentlich dieser große Schädel? Wo... Was wirbelt denn der hier rum? Komm her. Komm her. Bam. Und schon wieder Verteidigung. Geil. Super, Freunde, es läuft. Wir werden so mächtig. Wir werden so mächtig werden. So. Ich bin falsch gelaufen. Ich muss noch mal zurück. Jetzt muss ich wirklich zurück. So, dritter Stock. Genau, dann einmal hier lang. Also eigentlich würde ich das nicht machen mit Spieleberater an der Seite. Aber ich will alle roten Juwelen. Ich will das endlich abschließen in meinem Leben. Das ist etwas, was mich schon seit der Kindheit wurmt. Aber waren wir nicht hier schon? Nö. Unglaublich. Und ich möchte auch jedem, der das auch noch nicht erlebt hatte oder gesehen hatte, möchte ich diese Möglichkeit geben, bieten, herauszufinden, was es mit diesen mystischen 50 Juwelen auf sich hat. Dankeschön, Flo. Danke. So, und jetzt gehen wir raus. Eventuell. Weiß ich noch nicht. Hier nicht, da nicht, dort nicht. Ich muss bestimmt... Ach, ich bin so dumm. Mann! Ah, jetzt ärgere ich mich schon wieder. Ist gleich soweit. Gleich hab ich's. Machen gleich fertig. Oh, das wieder schneiden, ey. Oh. Captain, wie hast denn du das eigentlich gemacht? Du hast ja auch dein Let's Play von Secret of Evermore. Hast du das auch zurechtgeschnitten oder hast du es so, wie du es hattest? Bam! Rauf auf YouTube. Weil so eine Laufpassagen wie hier regen mich zum Beispiel persönlich auf. Also sprich, die würde ich mal gerne rausschneiden, weil ich habe ein Let's Play so, was durchweg linear durchläuft. Ohne diese ganzen ewigen Hin- und Herrennereien. Ich lasse mich wieder leiten von der Musik. Kommt immer drauf an. Well, seit Jahrhunderten habe ich schon auf dein Kommen gewartet. Was? Wer bist du? Ich träume schon seit langer Zeit. Mein Körper wurde zu dem, was er heute ist. Ich werde dir eine andere Welt zeigen. Schließe deine Augen. Ist das SimCity? Mi City? SimCity? Sieht so aus, wa? Mm-hmm.
Was ist das? Das ist SimCity. Nein, Quatsch. Das ist die neue Welt. Sie ist durch und durch grau, so wie die Statuen im Kral. Du irrst, es gibt dort blaues Wasser, grüne Wälder, weiße Berge. Ich werde dich in diese Welt geleiten. Ich werde dich in diese Welt geleiten. Mich? In diese fremde Welt? Bäume wurden durch Gebäude ersetzt, Flüsse durch Straßen. Ganz egal, in welcher Welt die Menschen leben. Wenn sie denken, dass sie froh sind, sind sie es auch. Geh nun zurück zum Kral und erlöse die Versteinerten von ihrem Schicksal. Befreie die Bewohner von ihrem grauen Schicksal. Bringe ihnen Erlösung. Es wird hell. Zum Beispiel habe ich einmal gegrindet, da habe ich eine Bonusfolge draus gemacht und die normal geschnitten und an ein, zwei anderen Stellen habe ich auch mal was rausgescuttet. Mach wie du fühlst, mach wie du denkst. Ja. Na, sowieso. Hab's ja schon erwähnt, diese Laufpassagen, die werde ich wahrscheinlich rausschneiden, weil, oh, ich hasse das. Als das grelle Licht verschwand, spürte ich, dass ich etwas sehr Wertvolles erfahren hatte. Erst jetzt merkte ich, dass ich die Gorgonon-Rose in meiner Hand hielt. Eine fremde Stimme spricht: Lass mich ein Juwel für dich bewahren. Du hast die Gorgonenrose erhalten.